Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Life is Strange. So, wir haben hier immer noch. At least David was finally going after the right suspect. Einige Bilder, die wir hier zusammenpacken müssen. Die Nummernschilder und die Koordinaten, ich glaube aber eher weniger, oder? And that's all she wrote. Please let me find some clues about Nathan in here. Ah, guck mal, das hat sogar funktioniert. Gut. Dann gehen wir Davids Hinweise durch. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Who does this car belong to? So. XFNDR. Haben wir denn mit den Koordinaten irgendwas? I'm glad Warren got his revenge. There's Nathan dealing to the kids right out in the open. Müssen wir halt gucken, auf welchem Tag das war. Of course Nathan drives an SUV. Ah ja. Overcompensating, as usual. Okay, ja gut, wir haben ja das kaputte Rücklicht. Who else was David tracking here? Yep, another car David was tracking. Ja, das war der Twin Peaks. Okay, dann schauen wir mal. Wir haben hier... Nee, Quatsch. Okay, das sollte jetzt etwas besser gehen. XFNDR, okay. Alles klar, da haben wir es doch. Also das, das und das. Oh yes, now we're finally getting somewhere. Chloe, let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye aye, Captain. Here we come, Rachel. Cool. Dann brauchen wir noch das letzte hier unten, die Hinweise von Nathan. I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Schauen wir mal, wir haben die Schülerakte. There's a lot of numbers in here. Ja. Blackwell Akademie, Schülerinformation. Schüler Nathan Joshua Prescott. Geburtsdatum 29. August 1995. Fort Lauderdale, Florida. 55501. Das wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Durchschnitt 13,7 von 4. Zusammenfassung: Nathan Prescott setzt mit hervorragenden akademischen Leistungen und einer Vielzahl an außerschulischen Aktivitäten die Arbeit mit der Obdachlosenstiftung von Arcadia Bay eingeschlossen, das historische Erbe seiner Familie an der Blackwell Academy fort. Nathan ist bei Schülern wie Lehrern beliebt. Schön. Ich denke mal, die Flyer würden eventuell... Nein. Ein bisschen mehr... This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Did he do the same thing to Rachel at another party? Vielleicht in Oktober... 4. Oktober, Blackwell Academy, 20 Uhr. Müssen wir mal angewöhnen. If there is a dark room, we better find it. Ja. It's a good thing Chloe slipped all these files on her flash drive. Ja, Rachel in Dunkelkammer. Was haben wir da? Couldn't hurt to give this pin code a whack. 111? Na, ich weiß ja nicht. Unbedingt ändern, ja. Holy shit. Nathan is seriously unhinged. But those numbers might be useful. Okay, wie wär's mit 9535?
Ja, wir müssen ja eh was zusammen basteln, von daher. Oh, so busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Was haben wir denn da? Disziplinarische Wart. Ah, ja. Sehr geehrter Mr. Prescott, sehr geehrte Mrs. Prescott. Mit Bedauern informieren wir Sie darüber, dass Nathan Prescott über den vergangenen Monat hinweg trotz wiederholter Warnungen und Nachsicht für mehrere Störungen des Unterrichts verantwortlich war. Aufgrund eines geschmacklosen Ausbruchs in Mrs. Hoyers Unterricht zur Einführung in die Literatur am Dienstag, dem 17. September, wurde Nathan für den Tag zurück ins Wohnheim geschickt, ohne einen Eintrag in seine Akten. Nathan verfügt über enormes Potenzial, aber auch über unberechenbare Verhaltensmuster, die eventuell eine Betreuung erfordern, die über Blackwells Kapazitäten hinausgeht. Die Schule kann diese Störung nicht tolerieren, also hoffen wir, dass sie diese Angelegenheit mit Nathan diskutieren und ihm die Schwere der Situation bewusst machen können. Einen vollständigen Bericht finden Sie in den angehängten Dokumenten. Dann halt das Telefon. Oh, there has got to be some good shit in his phone. I just need the code to unlock it. Wie wär's denn mit... Ja, probieren wir mal den Flyer. Das ist denn vielleicht das Handy? Those clues are not related. Dann nehmen wir das mit der SIM-Karte mal raus. Nehmen vielleicht das Papier, das da. Better look for any clues or numbers that could be his pen code. Die Zeichnung ja eher nicht, oder? This makes no sense, Max. Das? No. This is not working. Vielleicht muss ich auch einfach das Handy rausholen und wir nehmen dann die beiden nochmal. I wonder if there's any important dates or numbers in his school file. Max, there is no logical link between those clues. Ja. Also ich denke schon, dass es... This is like goddamn math. Ja. I suck. I wonder if there's any important dates or numbers in his school file. Das wäre vielleicht auch noch eine Sache. Ich muss jetzt echt rumprobieren. Das ist... Maybe I should try to link other clues together. Das ist jetzt nicht wirklich... Ja gut, ich denke, wir müssen das Handy auf jeden Fall mit reinnehmen. Damn. I must have missed something. Also das Papier wird es auf jeden Fall... gerade nachschauen. Irgendwas davon wird es ja wohl sein. Das wird wahrscheinlich auch mit dabei sein. Moment mal, 20. September steht da drauf und hier war irgendwas vom 17., oder? Ja, genau. Okay. 17. September... Haben wir hier zufälligerweise irgendwas vom 17. September? Nö. Ja, wir können halt den Puck nehmen. Der sollte eigentlich immer funktionieren. I wonder if there's any important dates or numbers in his school file. So. Du. 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 Okay, Max. Let's blow this code up and go home. Okay, das war's dann wohl. Oh, Nathan hat geschrieben. Start hacking. Moment. Macht euch bereit zu sterben.
Ihr Bitches, du Schlampe, hast meine Tür ruiniert. Dein Stipendium ist Geschichte. Na, mal schauen. Mal schauen. So. Schülerakte. Geburtsdatum wahrscheinlich. 29. August 95. Oder den Notendurchschnitt vielleicht. Drei, neun, acht, acht, vier, vier. Theoretisch müssten wir mit dem Puck eigentlich reinkommen. Ist hier irgendwas mit 111, was er durchgestrichen hat? Nö. So, dann schaue ich gerade nochmal. (3, 7, 4) oder (4, 3, 7). Haben wir da irgendwas? Ich würde mal 9535 probieren. Also einfach mal die, die hier drauf sind. Also die halt hier besonders markiert sind. Also 9535 erstmal. Oops, bad code. Ja, oder wir geben halt dreimal das falsche ein und haben dann die Pin zum, den Puck zum Entsperren. Ja, sollte eigentlich auch tatsächlich dann dreistellig sein. Warte mal, wann wurde er geboren? 29.8.95 passt halt dann auch nicht als vierstelliger Code. 9988 vielleicht. Oder hat er den PIN-Code nicht geändert? Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Ja. Ja gut, 0058 vielleicht. Na komm. Let's start hacking. So. You locked it, dumbass. Ja gut, jetzt können wir es mit dem Puck ja entsperren. Das wäre 87897. 87897808. Was war das? 808? 848? Ich hab's schon wieder... Ich glaube 808. Booyah! Let's find out what Nathan Prescott has been trying to hide. So, was geht? Brauche G. Okay, cool. Alter, du hast mir Wasser verkauft, Arschloch. Ja, beruhig dich. Bring's mir. Auf dem Weg. Bleib weg. Bullen am Strand. Okay. Yes. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club Party. Bist du da? Fette Fete heute Nacht. Ja, ich bin zu Hause. Unterwegs, stopf die Pfeife. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs. Okay, ich brauch's dringend. Ich mach keine Hausbesuche, du hast ein Auto. Ja, keine Zeit, ich zahle das Doppelte. Allerdings. Und wehe, du hast es nicht in Bar. Keine Spielereien, okay? Adresse? Ich rufe dich für eine Wegbeschreibung an, okay. Auf dem Weg, halt das Geld bereit. Drug dealer drama.
Alter, bist du wach? Was willst du denn? Kokain und Skido-Acid. Acid. Da zahlst du aber einen Nachtaufschlag. Und lass mich nicht warten. Okay, sorry, Bro. Wegen vorhin. Ich brauche noch mehr. Bist du da? Ja, komm nicht und fick dich. God, Nathan. You're out of control. Okay, brauche Gras sofort. Beruhig dich, flippst du aus. Bald, sei cool, bitte. am Strand, benehm dich diesmal. So it was you. Now I can officially call you a psycho stalker. Okay. Okay, halt deine große Klappe oder ich mach dich platt. Ich weiß, wo du schläfst. Aha. No, Nathan. It's time for you to watch out. Asshole. Hey, Nutte, Manzen gehören ausgelöscht. Hä? Is this from Nathan's father? That's brutal. Bitte ruf mich nicht auf der Arbeit an. Ich hab dir das schon mal gesagt und bekifft sein ist keine Entschuldigung mehr. Ich hab keine Zeit für deine Dummheiten. Du willst, dass ich dich wie einen selbstständigen Erwachsenen behandle, dann beeindrucke mich. Nichts wäre mir lieber, als stolz auf dich sein zu können. Arbeite daran. Okay. Take a breath, Max. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Okay, da bin ich mal gespannt. So, warte mal, irgendwo. Das war's, glaube ich, oder? Das ruft dich für den Quatsch an. Genau, das hätte ich gerne. Zusammen. So, this infamous party was the fourth. Genau. Vierten? Was haben wir denn hier an Papier noch? Ah, der siebte, okay. Machen wir den vierten, auch der siebte. Ja. Vierter. Alles klar. Was Frank meeting Nathan at the junkyard? Nee, die haben sich ja am Strand getroffen. That beach is like Frank's main office. Aber nicht am vierten. Oh, that has to be the Prescott estate. Poor rich Nathan. Hier ist irgendwas am vierten. If Joyce knew what Nathan did to Chloe, she would fry his ass. Not much out there. Da wäre auch was am vierten. Ich könnte mal gucken, warte mal, wann war denn die Nachricht? Um 10 irgendwann. So halb 11 abends und da ist auch was von halb 11 abends, oder? Nee. Sogar früher. Was haben wir da? Da haben wir es halb 11. Ja, oder kurz danach. Okay, da haben sie sich wahrscheinlich getroffen. Kurz vor 11. Looks like this is not relevant at all. Okay. Dann halt nicht. If I can match one of the text messages and transactions with Frank, no doubt that Nathan stays in his dorm room. So he could be hiding clues there too. Hier am vierten ist relativ viel. Nope. Maybe I should try to link up? Somebody is stocking up on gas. Why? Das aber auch wieder. Na gut, ist vorher. Looks like this isn't the right combination. Irgendwie. I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. Hm. Was haben wir denn sonst noch an Papier hier?
So. Am 7. Wir brauchen ja das. Hier wäre noch was. Dann. Ist hier noch irgendwas am 7. Am 4. Nö. Gut, da war was am. Ja, ich glaube, wir brauchen aber den. Hier ist relativ viel am 7. Ne, ich denke, wir brauchen aber das. Warte mal. So. So und. Since Kate left the party early with Nathan, I should search for texts, locations and transactions in the evening. Ja, okay. Schauen wir uns die nächste Folge an. Alles klar, mal gucken. Vielleicht kriege ich es ja noch irgendwann hin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.